Männer, es ist soweit. Nicht nur ihr habt gestern oder vorgestern schon ein paar Picks geöffnet. Nein, auch ich habe das gemacht. Ich habe 278 plus Player Picks vorbereitet und mir mal gesagt, Chris, gucken wir mal an, was ist denn da so drin? Es war ordentlicher Kostenpunkt. Nach 500.000 Münzen kostet hat das Ganze zumindest gekostet. War jetzt nicht allzu teuer, aber auch nicht ganz günstig. 200 Picks zum Team of the Group Stage. Was zieht man damit? Knapp 20 Uhr, also eine Stunde nachdem das veröffentlicht wurde, haben wir die runtergezogen. Ihr seht es hier im Video und schreibt gerne mal am Ende des Videos in die Kommentare von 1 bis 10, wie würdet ihr es ranken? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vergesst nicht, lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Und wer mich heute sehen will auf Twitch, kann leider nicht bei mir vorbeischauen, aber schaut gerne bei Monte vorbei, denn ich bin heute nämlich beim Monte Event mit dabei und mit am Start. Vielleicht seht ihr mich ja. Ich habe eine schnelle Brille auch. Vielleicht. Müssen wir mal gucken. Viel Spaß beim Video. Let's go. 200 Team of the Group Stage Player Picks. Bin sehr gespannt. Also ich sag so, ich würde mir wünschen, wenn wir alle 10 Picks einen Walkout sehen. Das heißt, 20 Walkouts wären Pick. 20 Walkouts wären gut. Und da habe ich wirklich, da fahre ich wirklich runter, was das angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden hier richtig Gas geben, Jungs. Wir werden hier richtig Gas geben. Wir haben fast, glaube ich, kaum noch Futter im Verein. Wir haben Euse ja jetzt auch wieder dazu bekommen. Wir haben noch allgemein ein paar Packs. Ich werde immer den höchsten nehmen. Ja, also wirklich immer. Und in der Hoffnung, dass wir da irgendwie wirklich was Gutes ziehen. 200 Picks, Chat. Also, Special-Karten-mäßig wenigstens eine, Jungs. Wenigstens eine Special-Karte. Zumindest auch dem Team of the Good Stage. Und ein Hero. Das wäre wirklich, wirklich geil. Ob das am Ende bei uns klappt, weiß ich nicht. Im Endeffekt gibt es ja auch viele Leute, die ja auch jetzt, glaube ich, gestern für euch im Video Picks gezogen haben. Was sie gezogen haben aus den Picks war Wahnsinn. Real Talk, das war so krass. Ich sag's so, wie es ist. Das wird bei mir nicht passieren. Ich habe ja während des Dynasties Event Team of Group Stage. Ist zwar kein Walkout, aber ist der erste Chat. Sehr, sehr wichtig. Ja, was ich erzählen wollte, ich hatte beim Dynasty Event, Triple E auch sauber, habe ich jeweils 100 Picks gemacht, glaube ich. Oha, Chat, okay. Drei Picks hintereinander, die wirklich gut waren. Und wir hatten aber aus 200 Packs, glaube ich, insgesamt 8, 9 Walkouts, ne? Also das war echt nicht gut. Deswegen bin ich ja jetzt schon mal froh, dass wir jetzt sogar noch einen zweiten Walkout haben. Okay, ich habe nichts gesagt, Chat. Picks sind sogar bei mir ganz okay. Mal gucken, ob die Leitung weiter aufgeht. Oder ob die weiter geht, ne? Oder ob das jetzt auch wieder nur am Anfang gut ist und dann halt jetzt wieder kacke wird. Ich kann mich noch daran erinnern, bei den zweiten 100 Stück hatten wir aus den ersten 15 Picks 3 Walkouts. Und danach kam, glaube ich, 60 Picks gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr. Deswegen, mal schauen, ob das hier genauso wird oder ob EA uns gnädig ist und sagt, hey Chris, ein paar Walkouts mehr kannst du schon haben. Rating soweit aber ganz stabil. Ja, das muss ich auch sagen. Dembele dritter Walkout, auch cool. Sehr, sehr schön. Was natürlich ärgerlich ist, ist, dass, glaube ich, am Samstagabend, am 16.12. kommt aber noch das zweite Hero-Team mit in die Packs. Beziehungsweise in die Picks rein. Aber ich bin halt nicht da, beziehungsweise habe ich die Zeit nicht. Sonst hätte ich die 200 Picks halt da gemacht, wenn halt alle Heroes zu ziehen sind. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Aber all in all, ja. Vielleicht die Bomber-Store oder sowas, das wäre schon cool. Und der Informs auch immer wichtig und richtig. Egal, was wir ziehen, sobald Informs kommen, super. Super, super gut. Das ist schon mal wichtig. Rongier, 80er Rating, auch Katastrophe. Skippen mal ein, zwei rein mit Sané. Komm schon. Auch noch mal rein skippen. Okay, das ist Quatsch. Da brauchen wir auch nicht weiter rein skippen. Aber Walkouts, Jungs. Walkouts, das ist das. Ich wäre halt gerne mit Zidane fertig. Ich würde sehr gerne auch noch den McGuire fertig machen. Den POTM Dybala würde ich sehr gerne fertig machen. Oh, Little auch wieder gut. Nächster Walkout Nummer 4. Ihr könnt ja gerne mal im Chat mitsehen, wie viele Walkouts wir haben. Ich glaube, das sind jetzt aktuell 4 Walkouts. Was sogar ganz okay ist. 5 Walkouts. Okay, wir haben unsere Quote mit, Dings. 6 Walkouts, Chat. Oha. Nicht Company, Zidane Walkout. 6. 6 Walkouts, genau. Zidane SBC würde ich gerne fertig machen. Genauso wie McGuire und Dybala. Das wollte ich nur sagen. Vielleicht auch den Harry Kane noch. Den würde ich vielleicht auch noch mitnehmen. Aber 6 Walkouts sollen aus den ersten 50 Picks. 7 Walkouts. Ich hab irgendwas falsch gemacht beim Dynasty Event. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Weizenglas, auch wichtig und richtig. Dass wir die noch nicht im Verein hatten, Quatsch. Kolomuani, das gibt man nochmal rein. Tchouaméni haben wir schon gezogen. 200 Picks sind halt auch übel. Also 200 Picks sind halt wirklich, wirklich nicht wenig. Vor allem, wie lange wir brauchen. Inform. Dina Ebimbe. Grüße raus an die Frankfurter. Auch gut. Schönes Ding. Ake,
Vielleicht nehmen wir auch ab und zu mal die mit, die wir noch nicht im Verein haben. Weil Duplikate werden wir sowieso gefühlt 50 bis 100 Stück haben am Ende. Weil so viele Picks, das ist halt schon Wahnsinn. Noch zwei Picks, dann haben wir die ersten 50 geschafft. Nochmal ein Gnabry und letzter Pick von der ersten 50 und wir haben 6 Walkouts gezogen. Und dann bin ich mehr als nur zufrieden. Gute Quote, 6 Walkouts plus 2 Informs. Und ein Ultimate Team Draft Token, den haben wir auch noch. Immerhin. Oh, 7 Walkouts waren es sogar. Dann waren es 7 Walkouts, dann noch besser. 7 Walkouts auch okay. 7 Walkouts sogar noch besser, weil letzte Zahl war 6 im Chat. Mal gucken, ob wir jetzt auf 14 Walkouts kommen bei den nächsten. Das wäre schon krass. Aus 100 Picks 14 Walkouts wäre schon brutal. Gerade was ich da so in der Woche übergezogen habe, da wäre das schon echt gut. Aber wie gesagt, 15 mit 2, mit einem Hero, mit einer Team of the Group Stage, plus ein paar Informs wäre halt okay. Ich erwarte jetzt auch nicht zu viel, weil wenn man zu viel erwartet, kann man nur enttäuscht werden, sagt man ja so schön. Aber mit beiden bin ich auf jeden Fall trotzdem nicht zufrieden. Ne? Skippen wir mal ein paar rein. Luzano, okay. Come on. Nächster Skipper mit M-Bock. Fangen wieder beide mit am Start. Perfekt. Sehr gut. Ich nehme Info mit. Info über Rüdiger. Und Ricardo Horta noch dabei. Picks sind okay. Besser als beim Dynasty-Event, sagen wir es mal so. Aktuell fehlen zwar ein bisschen die Walkouts, aber ich persönlich muss sagen, deutlich stärker als beim Dynasty-Event. Komm schon. Wo ist der nächste Walkout? Skriniar. 84 haben wir dann, glaube ich, auch alle im Verein, die es jemals gab. Flo Wirtz war leider ein Dynasty. Der sollte ja auch echt gut spielen lassen, habe ich gehört. Chiellini haben wir noch mit am Start. Der hat ja End of an Era. Der hört ja auf, der Mann. Bin mal gespannt, wann seine End of an Era kommt. Ich kann mir sogar gut vorstellen, End of an Era Chiellini zum Team of the Year mit einer richtig krassen Karte, die wirklich nicht günstig ist. Wäre auf jeden Fall eine Option, die man vielleicht bei EA da ziehen könnte. Weil da kommen ja eh immer zum Team of the Year richtig krasse SBCs. So eine Million Chiellini-Karte mit 85 Pace, 99 Defending und Physis wäre schon ganz sexy. Sind wir mal ehrlich, das wäre schon ganz sexy. Ake, okay, oh, warum nämlich Ake mit, ich trottel. Naja, egal. Komm schon. Aber Walkouts gerade fehl am Platz. Also komplett. Also Walkouts haben wir ja gar nichts gezogen aktuell. Hilfe. Die zweiten 50er, die zweite 50er Runde echt bitter. De Roon. Ein paar 85er sind zwar okay, aber Marco de Gold ist auch wichtig und richtig für den Verein. Alter, was ist denn jetzt los, Chat? Bitte. Könnt ihr jetzt mal wieder Walkouts bringen oder Team of the Group Stage Karten, ne? Der beste Chat. Let's go, Mats, Junge. Sehr, sehr geil. Kostet zwar nicht viel, aber Mats Hummels Untrade Chat. Das ist es, der Goat schlechthin. Und er hat sich so verdient, in dieses Team zu kommen. Ich sag euch, wie es ist. Aktuell Mats Hummels so gut. Ich glaube, wenn man über einen nicht diskutieren sollte, wäre es Mats Hummels. Klar, der Platzverweis war bitter gegen Leipzig. Aber Real Talk, Mats Hummels aktuell einer der stärksten, meiner Meinung nach. Das ist so krass, was der mittlerweile macht. Das ist wirklich Wahnsinn. Das in seinem Alter. Mats, Liebe geht nur an dich raus. Und dass wir den natürlich als First Owner haben, umso cooler, Chat. Umso cooler. Und ich glaube, Mats wird sich mit seinem Playstyle und allgemein mit seinen Werten echt sauber spielen lassen. Ne? Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Und es war der erste Walkout übrigens und der einzige Walkout gerade aus den Picks. Ja, aus den zweiten 50ern, bis jetzt zumindest. Ruhe. Also Walkout-Anzahl, ersten 50 Picks hatten wir. Wie viel hatten wir da? 7 Stück. Und jetzt hatten wir gerade mal einen. Das ist schon wenig. Das ist schon sehr, sehr wenig. Und ja, Süles Grätsche gegen Paris war auch ganz wild. Also was Süle da gemacht hat, damit hat auch keiner gerechnet. Damit hat halt wirklich keiner gerechnet. Grealish nochmal sauber. Come on. Gucken wir mal hier rein. 89er Diani, zweiter Walkout. Sehr wichtig. Gutes Rating auch. Zieht man gefühlt auch sehr, sehr selten. Ne? Und Baltimore direkt auch noch aus der gleichen Liga mitgenommen. Diani war ein wirklich wichtiger Walkout. Walkout Nummer 9 war das dann, ne, insgesamt. Wie gesagt, 15 Stück wollte ich haben. Ne? Ob am Ende 15 rauskommen, egal, ob jetzt in die ersten 50 und dann in die letzten 50. Hauptsache 15 Stück. 9 haben wir. Die Hälfte ist geschafft. Und damit gehen wir rein in Picks Nummer 101 bis 150. Oder? Ja, ich glaube, so müsste es ungefähr sein. Komm schon. Sehr gut, 10. Walkout. Du wolltest 20? Wollte ich 20 haben? Ja, 20, stimmt. Ich wollte 20 haben. Okay, jetzt haben wir erst die Nummer 10 geschafft. Okay, ich wollte 20 haben. Schlecht, EA. Katastrophe. Die Hälfte ist geschafft. Im 101. Pick. Mal schauen, ob wir es wirklich schaffen. Ich dachte, ich wollte 15 haben. Ah, manchmal, ja gut. Ich bin 30, Chat, ne? Manchmal ist das dann schwierig. Wirklich schwierig. Rauch haben wir am Start. Okay, 83er. Skippen wir mal rein für Romero. Komm, ACDC im Hintergrund muss doch positiv sein. Nochmal ein Skipper.
Okay, weiter. Positiv. Jungs, positiv denken. Mir fehlt halt noch der Hero, Chat. Mir fehlt noch der Hero. Wir haben jetzt ein richtiges Team auf dem Group Stage gerade aus der Champions League. Der einzige, der fehlt, sind 10 Walkouts und eine Hero dabei. Das wäre big. Das wäre cool. Und ein Mbappé. Ja, also Mbappé wäre ja auch nicht schlecht. Obwohl wir sagen muss, mit dem dritten Inform kann man auch zufrieden sein, weil die liegen ja immer noch bei 40k. Und ich weiß gar nicht, pro Pick hast du ungefähr 2.500 bezahlt. 2.500, glaube ich. Und das mal 200, da könnt ihr ja hochrechnen. Das sind fast 500k, die wir damit wieder reinholen müssen. Ne? Und da sind wir mal ehrlich, das haben wir aktuell noch überhaupt nicht. 500k hier reingeholt. Da muss halt schon mal der ein oder andere Kracher kommen. Sind wir mal ehrlich. Damit sich es halt wenigstens rentiert hat. Aber rentiert bis jetzt, sag ich zumindest. Man müsste halt hochrechnen, aber da war ich jetzt auch aktuell einfach zu faul für. Futter nehmen wir natürlich mit, das passt schon. Ich glaube, bevor ich eh wieder Packs ziehen kann, da muss ich erstmal alles hier recraften. Da ist es Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwann. Weil die Gamble-Sachen, die kleineren, kommen ja dann immer erst Mitte der Woche. Außer wir haben jetzt, gut, wir könnten noch Team of the Week Picks machen. Apropos Team of the Week, Rajkovic. Ich nehme mal Jule mit. Ich nehme mal Jule mit. Auch wenn Rajkovic wahrscheinlich besser gewesen wäre. Aber so viele Duplikate, wie wir von Rajkovic dann haben. Deswegen mal schauen. Espino noch am Start. 83er lassen wir mal unter den Tisch fallen. Jetzt haben wir schon die ersten Picks mit nur Duplikaten drin. Oh, das ist schon schwach. Wir haben gerade 10 Walkouts. Walsh nochmal. Boah. Also langsam könnte mal wieder ein Walkout kommen. Also Magul war ein super Start. Aber was dahinter kam, würde ich sagen eher nein, oder? Also schwierig. Komm schon. Montiel. Wir haben so viele Duplis. Alter, die sind ja wirklich scheiße. Ich habe nichts gesagt. Nummer 11, Ruben Diaz. Sehr gut. Back to back noch einer. Traoré. Noch 9 Stück. Noch 9, Chat. Bin ich, oder ich öffne halt zu schnell. Vielleicht sagt EA, wenn du die ganze Zeit skippst, kriegst du keine guten Picks. Kann natürlich auch sein. Bastoni, 85er. Die sind auf jeden Fall besser, wenn wir sie durchlaufen lassen. Bis jetzt. Wir haben nichts gesagt, die sind genauso scheiße. Also EA könnt jetzt doch wirklich... Also, so mal den einen oder anderen Walkout könnt ihr schon nochmal geben, oder? Die Picks werden erst ab 83 plus interessant. Ja, das dauert halt noch ein bisschen, bis die halt kommen. Das ist halt das Problem. Und ich finde halt für einen Content so 200 Player-Picks, das macht halt aktuell keiner. Ich finde halt persönlich immer, wenn du halt sowas Content-mäßiges bringst, Gündogan wichtig, Nummer 12. Wenn du halt so Content hast mit 200 Player-Picks, gibt es halt kaum Leute, die das halt machen. Ne? Weil das halt auch extreme Arbeit ist und so weiter. Inform again, sehr gut. Deswegen, ich finde halt so ein Content und ich liebe halt Picks, auch wenn ich dann vielleicht immer mal wieder gebrochen werde. Picks ist halt genau mein Metier. Das fühle ich halt extrem. Und da sagt man sich halt, hey, da geht man halt dann lieber auf solche Sachen. Ne? Und ich finde es halt cool. So, 150 Picks. Wir haben insgesamt 12 Walkouts. Das bedeutet, in den letzten 50, Chat, müssen wir nochmal 8 Walkouts ziehen. Das ist doch schier unmöglich, oder, Chat? Letzte Runde muss gönnen. So sieht's aus, Jungs. Goldner, wir fangen an mit dem 83erin. Letzte Runde muss anders gönnen, Chat. Pedro Concalves, komm schon. Irgendwie 8 Walkouts, das wäre so cool. Okay, nur noch 7. Casemiro, Big Pull. Wichtig und richtig. Warum sind die Infos wieder bei 40k? Weil in dem Icon-Pack du einen, 2 Infos brauchst und bei dem 100er-Pack. Und das waren halt trotzdem viele wahrscheinlich. Deswegen wahrscheinlich. Kann ich mir zumindest das gut vorstellen. Ist ja halt gut gerebound. Die waren ja bei 27, ne? Sinsberger 85er nimmt man auch immer mit. Auch okay. Aber wieder ein Skipper mit Trossard. Komm schon, nur noch 7, Chat. Nur noch 7. Bitte, 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 EA. Und Euser SBC. Stimmt, Euser SBC ist auch gut gepriced. Die kostet ja 2,6 Millionen ungefähr, glaube ich, wo sie rausgekommen ist. Und die braucht, glaube ich, auch 6 Walkouts oder sowas. Deswegen mal gucken, ne? Gucke. Komm schon, noch 7 Walkouts, EA. Gönn doch. Und vor allem noch ein Team of the Group Stage und eine Hero. Gib mir meinetwegen Solskjaer. Bin ich auch mit fein. Solskjaer geht auch klar. Hauptsache ein oder Kanu. Ey, ich würde sogar ein Kanu mitnehmen. Den anderen habe ich ja schon gezogen gehabt. Da hatte ich aus meinem UCL-Pack hatte ich ja Kanu. Da habe ich direkt in der SPC reingeballert. Aber sofort, Chat. Sofort. Kannte ich gar nichts, Chat. Einfach rein. Euer SPC 6. Nee, nicht 6 Walkouts, 6 Informs. Ja, manchmal verspreche ich mich, wenn ich im Hype bin. In dem Hype ganz viele Walkouts ziehen zu können, aber... Du hast sogar 7 Informs, oder? Ja, irgendwie so. Brauchst auf jeden Fall ein bisschen was. Aunes. Hey, komm schon, ey. Julia Quinn ist auch noch mit dabei. Oyarzabal. Ich glaube, wir werden keine 20 Walkouts haben. Ich sag, wie es ist, Chat. Wir werden enttäuscht.
Ich bin auch ein alter Mann. Ja, mit 30 ist das halt immer schwierig. Das ist halt einfach so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlecht wird am Ende. Ich meine, Hummels ist cool. Hummels ist wirklich cool. Doppelwalkout und Pope, let's go. Nice. Nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Sehr gut. Leider zählt es halt nur als ein Walkout. Sonst wäre es halt 15 gewesen, ne? Aber es zählt halt nur als einer. Ich meine, angezeigt, okay. Aber angezeigt bringt mir nichts, weil ich will die einen Verein hinzufügen, ne? Aber Pope ist doch mal ein Keeper. Android zu haben ist nie schlecht. Hab zwar schon relativ viele, aber den kann man immer mal wieder, gerade wenn man Engländer oder sowas spielt, immer ganz gut nutzen, ne? Das ist schon ganz okay. Ich habe gerade übrigens Al-Musrati doppelt hintereinander gezogen. Perfekt. Firmino noch mit am Start. Come on. Gönne. Big Spear. Übrigens, ich gehe gleich auf alles ein, was reinkommt, Jungs. Nur damit ihr Bescheid wisst. Alisson, Nummer 15, Chat. Okay, noch 5 Walkouts. Come on, Varane. Ich brauche jetzt, Chat. Wenn jetzt ein Hero kommt, Talisca, Nummer 16, wäre ich zufrieden. Ein Hero noch und ich, die 20, das sehe ich drüber hinweg. Alter Mondi gezogen. Seltenste Karte aller Zeit, ne? Hatte ich noch nie in dem Pick oder allgemein im Pack, glaube ich sogar. Mondi halt wirklich super selten, ne? Thuram und Maite Orosch. Komm schon, nur noch 4, Chat. Nur noch 4. Ja, ey, gönne. Ich bin doch ein super Lieber. Wahrscheinlich 2K. Ich weiß gar nicht, was Mondi noch kostet. Aber Mondi wirklich einer der seltensten Karten, die du ziehen kannst. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht da. Gefühlt noch nie gezogen. Genauso wie Davis. Davis ziehst du halt gefühlt auch nie. Also, krass. Okay, wir brauchen 4 Walkouts. Ach du Scheiße, das werden wir niemals hinbekommen. Niemals kriegen wir 4 Walkouts hin. Aus 10 Picks. Scheiße, André Silva noch. Nee, die Team of the Group Stage kriegen keine Upgrades, mein Lieber. Okay. Noch 3. Frimpong. Ich glaube, ich habe aber noch einen 85-Plus-Pick. Den kann ich euch mit reingeben. Ich glaube, wenn mich nicht gerade soll. Ich weiß es aber nicht genau. 17. Walkout mit Chechnie. Oder Stancy oder keine Ahnung. Mondi ist auch 27k. Immerhin. Aber wie viel haben wir am Ende noch? Okay, wir haben noch 3 Picks, Chat. 3. Olmo? Ja, okay, damit hat sich das erledigt, Chat. Damit hat sich das erledigt, Chat. Barnes und der letzte Pick ist... Gernier! Kaichi. Oh, was soll ich sagen, Chat? Zufrieden? Ja, nein. 17 Walkouts. Ein paar Infos, vor allen Dingen. Ist ganz cool. Was würdet ihr geben von 1 bis 10? Das würde mich echt interessieren. Das würde mich echt interessieren. Was würdet ihr von 1 bis 10 geben? 17 Walkouts aus 200 Picks. 6 bis 7, 7. Ich denke auch zwischen 6 und 7 kann man, denke ich, sagen. Aber erinnert euch an gestern das Video, wo der eine die Picks gezogen hat, was sehr gezogen hat. War Wahnsinn. Ne? War absoluter Wahnsinn. Jungs, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr sowas öfters zu anderen Events sehen wollt. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Heute 15. Uhr, Chat, ist das Monty-Event auf Twitch. Schaut da rein, weil da bin ich auch am Start. Wenn ihr mich seht mit der schnellen Brille, Screenshots machen. Macht's gut da rein. Ciao, ciao. Kuss.